Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Unboxing des Rode PSA 1. Das ist ein Gelenkarmstativ für Mikrofone, für meine Rode Podcaster, das kommt hier drin. Ich habe jetzt leider keine, hier ist jetzt eine silberne Spinne abgebildet, die habe ich leider nicht, ich habe eine schwarze. Ich habe aber eigentlich auch ein schwarzes PSA 1 bestellt, bin ich jetzt der Meinung. So, dann kann nämlich das große Stativ endlich weg, in den Keller erstmal. Oh, das ist aber das sieht kleiner aus als in den anderen Videos. Ich habe mir etliche Videos angeguckt dazu. Ach, das ist raus aus dem Karton, der Karton war auf. So. Jetzt ist aber alles raus. Eine Anleitung. Pappe. Ich sortiere erstmal und dann können wir gleich weitermachen. Und dann auch noch so ein goldenes Schräubchen. So, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Einzelteilen an, bevor wir zu dem ganzen PSA 1 kommen. Wir haben einmal mit bei. So. Und das sieht auch sehr gut verarbeitet aus. Steht auch Rode drauf. Hier unten ist gepolstert. Hier. Und das ist halt für einen Tisch zum Festhalten. Da kann man das hier aufschrauben. Und dann kann man das auch wieder festschrauben. So. Auch für ganz dünne Tischplatten. Seht ihr das? So. Mal aufschrauben wieder. Ich weiß ja nicht, ob das bei mir überhaupt am Tisch ranpasst. Ich glaube mal und vermute mal eher nicht. Weil bei mir ist der Platz für hier unten. So, das ist bei mir nicht so weit. Ich habe am Tisch nur so viel Platz. Und dann kommt so eine Leiste nach unten. Aber auch für solche Fälle ist gesorgt. Oh geil, das baue ich mir an. Definitiv. Und deswegen haben wir nochmal so eine Halterung fürs PSA 1. Da ist hier unten eine Schraube. Können wir abmachen. Ja, wartet mal. So. Und da wird das PSA 1 reingemacht. Und das wird einfach in den Tisch gemacht. Also ihr müsst ein großes Loch bohren. Dann kommt ihr da rein. Also nicht zu groß machen, logischerweise. Also nur so, dass es halbwegs drin passt oder so. Und dann hier oben ist dann noch eine schöne große Kante. Aber das soll ja halten. Also dürft ihr das auch nicht zu groß machen, weil das muss hier unten fest sein. Wenn ihr das größer macht, also bis fast hier am Rand, dann könnt ihr schrauben, wie ihr wollt, denn wackelt das, weil es nicht hält. Und das wird auch ein schön Chrom und mit Rode. Ich denke mal, das werde ich machen. Da muss ich mir aber erstmal von meinem Vater, weil ich habe keinen Bohrer, muss ich mir von meinem Vater erstmal einen Bohrer holen. Die goldene Schraube mache ich da erstmal mit drin. Oh, ich bin so gespannt drauf. Also in den Videos, ich habe mir ja vorher ein paar Videos angeguckt und ich hatte ja schon mal ein Stativ und war dann so enttäuscht, weil es billiger Schund war, dass ich gesagt habe, holst du dir nicht mehr. So ein Scheiß. Aber jetzt geht es nicht anders und da viele von dem PSA 1 geschwärmt haben, habe ich gedacht, scheiße, musst du das doch echt mal testen, den PSA 1. Aber ich habe auch nirgends, aua, musst du aufpassen beim Auspacken hier bei den Pfoten, ey. Nirgends gefunden, wie weit das ausziehbar ist. So kommt's ran. Nee, so. Das ist doch ein bisschen knapp dafür. Nee, so.
Warte mal, das geht doch auch, oder? Aha. Okay. Ich will nur mal gucken. Aha, doch geht. Gut. Dann haben wir hier schöne Schlaufen für die Kabel hier auch. Hier oben haben wir schön, können wir schön die Kabel lang machen. Ich bin nur gerade, also so lang sieht das gar nicht aus. Ich habe gedacht, das ist länger. Und wenn das dann halt so dran ist, so, beziehungsweise hier unten, da ist dann praktisch, so ist es dann dran. Und dann ist es hinter meinem Laptop. Wartet mal, da werde ich mal rauszoomen. Dann ist es praktisch hier unten so hinter meinem Laptop so dran und dann kann ich das machen. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich es auch für die Couch nehmen kann, dass ich es mir denn, aber so weit runter geht das glaube ich gar nicht. Es geht schön weich. So, hier ist es fest. Da ist es fest genietet. Ach so, okay. Also es geht nur so und wenn ich dann, ich habe eigentlich gedacht, dass ich das dann praktisch noch nach vorne beugen kann, dass ich das dann ja Richtung Couch machen kann, praktisch so und dann halt komplett nach vorne, aber wir mal gucken, das geht auch gar nicht so weit. Da ist ja hier denn der Stopper drinne. Also ich habe echt gedacht, das ist ein bisschen länger. Weil so kann ich das jetzt schlecht hier so am Tisch festmachen, damit das praktisch so Richtung Laptop geht. So. Und dann rüber und dann Richtung Couch. Muss ich mal gucken. Dann kann ich es mir doch auf der Wandseite festmachen. Das ist ja viel Sprung. Schade. Schade, 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 schade. Aber ich brauche jetzt sowieso alleine nur für das Mikrofon, dass ich es am Laptop vernünftig benutzen kann, weil für das Stativ, für das Standstativ habe ich kein Platz mehr. Es geht nicht. Ich brauche das. Und bei meinem letzten, was ich hatte, das war für 25, nee Quatsch, 40, 45 Euro. Das war totaler Rotz. Das war totaler Rotz. Da habe ich meine rote Podcaster hier festgemacht. Und dann, immer nach unten. Da konntest du machen, was du wolltest. Da konntest du feststellen, wie ein Bescheuerter. Das ist immer wieder nach unten gegangen, weil das Rode wiegt doch natürlich was. Aber in der Beschreibung stand drinne, dass es dafür ausgelegt ist, dass es so und so viel Kilo kann. Und das ist von Rode. Und viele, die einen Podcaster haben, haben das auch. Oder Podcaster, die sind ja gleich schwer. Also muss das ja diesmal funktionieren. Ja, dann würde ich mich jetzt hier aber auch erstmal verabschieden. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, was meine PC-Ecke macht. Und wenn das angebaut ist, vielleicht mache ich dann auch noch mal kurz ein Video. Ja, ich denke mal doch, dass ich euch das zeigen kann, wie das am besten funktioniert und so. Weil so sieht man ja auch nicht viel. So, dann wartet jetzt für jetzt erstmal. Bis dann. Ahoi, sagt euer Odin.